damit willkommen zurück hier bei 7 Days to Die. Wir haben den Bunker gefunden. Ja, und eins will ich noch machen, bevor wir da runtergehen. Ich glaube, da gibt es einiges zum Aufräumen. Ich mache nochmal die Tür zu. Sicherheitsgründen. Und wir schauen uns das Ganze nochmal von draußen an, wie das denn draußen aufgebaut ist. So ziemlich überladen an der Stelle. Wir ziehen uns jetzt einfach mal die Steroide rein. Wo sind sie denn? Nein, damit. So, und damit ist sozusagen der Überladungsbuff für 11 Minuten schon mal. Und wir sind, Alter, sind wir schnell. So, hier drunter, also genau hier drunter, jetzt gucken wir mal hier. Genau. Ja. Also genau hier drunter, seht ihr das? Da ist der Bunkereingang. Und wenn wir uns hier quasi Zement reinbauen und dieses Haus hier quasi als Turm nutzen, also als Verteidigung sozusagen, ich glaube, da könnte was draus werden. Lasst uns noch mal kurz, ich will noch mal eins ausprobieren. Wir haben ja noch 11 Minuten Zeit. Wood Frame. Ich mache mir mal 8 Wood Frames. So. Und dann gucke ich noch mal ganz schnell hoch an der Stelle. Das wirft natürlich den ursprünglichen Plan jetzt erstmal. Ah, okay. Ich habe zu wenig Woodframes gemacht. Mal 8 Stück. Den ursprünglichen Plan, den ich hatte, so ein bisschen über den Haufen. Aber wir haben im Endeffekt Grundstruktur da. Also warum nicht nutzen? So, man müsste jetzt hier oben eigentlich nur... Ja, man kann das hier... Theoretisch könnte man das Dach, ich will das hier noch einmal kurz einschlagen, ob man von hier aus direkt durchgehen könnte. Ja, kann man. Und das hier ist anscheinend Beton. Das heißt, den muss man später nur noch aufwerten. Das heißt, wir haben schon eine Grundstruktur drin, genauso wie hier. Oh nein, wie wir hier schon so eine Grundstruktur drin haben. Wir können uns theoretisch gesehen dieses Gebäude an sich schon zunutze machen. Nochmal Steroide, Freunde. Hier sind auch immer Anlagen, die wir auch noch nutzen. Die wir tragen können. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Lass uns nochmal eben kurz gucken, wenn ich hier gegenhaue. Ja, 2,5, das ist normaler Beton. Den aufzuwerten mit Concrete Mix sozusagen. Bis sie sich da durchgegraben haben, wird noch einige Zeit vergehen. Theoretisch können wir das ganze Ding hier so ein bisschen... Ja, wir bauen den Turm hier oben rauf sozusagen und nutzen quasi so einen Ring drumherum, das entsprechend abzudecken. Die Reststruktur, die lassen wir einfach so. Das, glaube ich, ist eine ganz gute Sache. Müssen wir natürlich ein bisschen umbauen. Freunde, ich glaube, wir haben was gefunden. Das finde ich gut. Das feiere ich. Und gut, die Woodframes, die können hier bleiben. Ich würde sagen, wir huschen mal schnell nach Hause. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Durst. Dann noch mal ein bisschen was. Machen die Steroide anscheinend. Die ziehen wohl ein bisschen Flüssigkeit ab. Ist noch ein Nest. Das nehmen wir dankend mit. Schaufel nicht. Wo bist du denn? Schaufel, Schaufel, Schaufel. Vergessen. Den Gobblestone. Och, das ist gut. Das ist gut. Da lässt sich mit arbeiten. Schade. Oh, hier ist Eisen. Okay, Eisen vor der Haustür, das ist immer gut. So. Haben doch noch
14 Pfeile. Machen. Stellen wir nochmal 14 Pfeile her. So, aber nichtsdestotrotz, genau, den Bunker unten klären. Unten packen wir die Produktion hin und den Turm, den verstärken wir. Das heißt, zur Blood Moon gehen wir mal auf den Turm. Dann sollten sie versuchen, sich zumindest an den Turm zu schaffen zu machen. Gut, und ein bisschen Außenabsicherung müssen wir halt noch betreiben. Ne? Aber ich denke, da finden wir eine Lösung, wie wir das am besten gestalten können. Hier dürfte eigentlich fast alles, ja, warum auch immer das noch an ist, aber das ist wahrscheinlich noch 8 Sekunden an. Packen wir mal hier rein. So, dann alles weg, was an Material da ist. Dieses gehört zum Material. Das schmelzen wir ein. Das schmelzen wir auch ein. Malwasser, das gehört zum Material. Papier, Kopfton. Das bleibt bei uns. Das gehört zum Material. Das lesen wir. Auch zum Material. Ups, entschuldigt bitte. So, oh, ein Tankmod ist auch gut. Gehört das, das gehört zur Medizin. Das nehmen wir mit zur Medizin. Schießpulver, Batterien, Messingheizkörper kann eingeschmolzen werden. Das gehört zur Medizin. Stuff, Essen, Werkzeug, Fleisch. Gut. Dahin, jawohl. Termine dorthin, jawohl. Das kommt auch dort. Das kommt. Dort kommt dorthin. Dann haben wir die Steroide auch noch dazu. Übelwasser zum Trinken, auch eine klare Sache. Katzenfutter ziehen wir uns direkt rein. Das schmeckt immer besonders lecker, so ein Hauch Katzenfutter. Stunbattern, den haben wir hier auch. Schockstab. Zu Schraubenschlüssel. Ich halte die mal, weil die kann man wunderbar für die Werkbänke einsetzen. Schützturm. Dann setzen wir mal mit rein. Das brauchen wir noch. Das braucht auch das Jagdmesser. Tauschen wir aus. So. Das Eisen kommt hier rein. Blei kommt dort rein. Brass kommt dort rein. Ich schalte es mal ein. Vielleicht ist ja schnell das Blei weg. Dann können wir den Heizkörper reinpacken. Was wollte ich mit dem Schraubenschlüssel? Genau, den hatte ich behalten. Wir haben ein bisschen wenig Blei. Muss ein bisschen mehr auf Bleisuche gehen. Als zerbrochenes Glas wollten wir auch noch einschmelzen. Noch irgendwo? Nö, sonst hätte ich das ja gesteckt. Genau. Richtig. Trinken. Worten. Wasser. X mal hier ab, dann nehmen wir das hier zum Trinken mit. So, die Laufschuhe packen wir auch mal dahin. Ja, ist ein bisschen, immer ein bisschen doof hier mit dem Hin- und Herräumen, aber ich glaube, es ist gar nicht so unnötig. Ein bisschen drauf gucken. So, wir haben 100 von dem hier. Das ziehen wir uns mal hier mit rein. Das soll anscheinend hier, genau, das ist das Leder für. Das Leder für. Jetzt bin ich selber durcheinander. Das ist gleich durch. Dann hauen wir das Glas damit rein. Die Rahmenblöcke sind dort. So, jetzt schauen wir nochmal schnell rein. Haben wir denn. Ja, wir haben schon wieder 2 Fertigkeitspunkte. Ne? Und wir können ja jetzt die Arbeitsstation und den Betonmischer herstellen. Ich würde trotzdem ganz gerne einmal hier die Hauptader setzen, dass wir ein paar Ressourcen abbauen können. Und ich würde auch hier gerne den Bergbaumeister nochmal hochsetzen. So hatten wir es gesagt. So sollte es sein. Warum habe ich hier jetzt.
Warum auch immer ich da jetzt noch so ein Buff drauf habe. Ist, haben wir denn irgendwas Besonderes hier? Nö, nicht. Ach so. Steroiden vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Pusht dich das auch nochmal hoch? Ich weiß es nicht. Gut. Wir werden sehen. Das ist fertig. Hier das Glas noch einschmelzen. Jetzt ist die Frage, ob wir nochmal losziehen. Ich werde nochmal schnell was trinken. Vielleicht auch nochmal was essen. Genau, das zieht auch noch rein hier. War da ein bisschen besser. So. Ich glaube, wir nutzen die Möglichkeit, jetzt doch nochmal loszugehen. Ein bisschen zu looten. In der Nacht sehen wir zu, dass wir Werkbank und Betonmischer herstellen. Genau, und dafür brauchen wir natürlich entsprechende Sachen. Ich werde mal die Schaufel zur Seite packen. Steroide verlassen uns in 28 Sekunden. Ich gehe da hinten nochmal zu dem Parkplatz hin. Denn dort waren noch Autos, die wir zerschrabbeln können und auch nur eine Klimaanlage ändern. Das will ich ganz gerne nochmal tun. So, das waren auch nochmal wichtige Punkte. Hier ist nochmal die Klimaanlage. Stelle schön abschrauben. So, oh, der Smokey spielt Hell der Loose. Ihr seht es oben, ich habe vergessen, meine Benachrichtigung auszuschalten. Also seid mir nicht böse. Ich hoffe, es fängt nicht groß das große Geschreibe an. So, ich glaube, ja, oh. So, jetzt aber, ich glaube, die hatten die schon gelootet, aber noch nicht abgebaut, deswegen nutzen wir das noch, wenn es dunkel wird, auch wenn die Zombies und so jetzt noch keine Schwierigkeiten haben, ich glaube, wir werden mit dem Herstellen von eine Werkbank und ich glaube sogar zwei Betonmischer. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Aber dazu brauchen wir auch Motoren. Und ich weiß nicht, wie viele Motoren wir haben. Also von daher, es drängelt dann doch schon an der Stelle ein Stück weit. Ist hier noch ganz intakt. Hier. Es ist Zeit, sich einen Kaffee reinzuziehen, Leute. Hoffentlich kriegen wir ein paar Motoren raus. Natürlich war gut. Überhaupt. Doch, einen Motor haben wir schon rausgekriegt. Habt ihr das gesehen? Sehr schön. Also zwei Motoren wären super. Damit könnten wir auf jeden Fall schon mal zwei Betonmischer herstellen, denn wir wollen auf jeden Fall Beton machen. Das ist hier eine Zapfsäule und da gibt es auch noch was, das können wir auch noch abbauen, das ist sehr gut. Da glaube ich Motoren wird es da nicht viel geben. Aber der Kaffee-Buff ist schon gut. So, wir stellen uns mal darauf ein, dass der erste Block nun am 8. Tag kommt. Den wollen wir auf jeden Fall noch am Shotgun Messias, würde ich sagen, aushalten. In der Zwischenzeit möchte ich ganz gerne diesen Turm fertigstellen oder zumindest aufbauen. Und Leute, ich glaube, das wird richtig gut. Ach, wir müssen den ganzen Bunker ja eigentlich auch noch leeren. Da vielleicht irgendwann nochmal. Frage an sich ist natürlich,
sah ja schlecht. Zweiten Motor. Ein Motor. Schade, schade. Was wollte ich denn sagen? Entschuldigung, ich bin schon wieder völlig durcheinander. Und zwar können wir dort ja noch nicht unseren Landclaim-Block setzen. Das heißt, im Endeffekt müssen wir das Ding erst den Turm aufbauen. So glaube ich, ist es am sinnvollsten. Erst den Turm aufbauen und dann quasi, bevor wir umziehen, den Landclaim-Block. Und wir haben Glück, hier sind auch noch Autos. Ja. Eigentlich wollte ich da gar nicht rein. Weil, was ist hier so? Auf jeden Fall Treibstoff, schon mal gut. Bauen wir auch noch schnell ab. False Cars. Oh, da war schon Brass dabei. Messing. Da ist der nächste Motor. Das ist gut. Zwei Motoren sind schon mal sehr, sehr gut. Ich glaube, das reicht nicht mehr. Wir werden den mal kurz mal reparieren müssen. Schraubenschlüssel. Das Auto hier auch noch platt. Jetzt noch Leder zu holen. Das sacken wir natürlich ein. Was ist hier noch? Oh, ein roten Hut. Da geht's runter. Da ist noch unser Pfeil. Sehr schön. Zerlegen. Den auch noch zerlegen. Ach, 6er Batterie. Sehr schön. Was ist hier unten? Ah. Ich glaube, das clean wir jetzt mal mit der Spule. Ja, haben wir noch 29 Schuss. Sollte doch erstmal reichen, würde ich sagen. Ist da wohl jemand runtergefallen?
gespannt, was hier hinter ist. So. Zement, Freunde. Das nehmen wir dankend mit. Und ein bisschen Kuppelsturm. Weißt du, für das gut ist. Ölfass. Gut, das nehmen wir doch mal mit. Ich glaube, wir sind echt gut dabei, Leute. Ich glaube, das für den dritten Tag ist das schon nicht schlecht, was wir hingekriegt haben. Es fehlen immer noch ein paar Steroide. Halt, Benzin Gas ist da unten noch. Ich weiß, mit der Axt geht schneller. Ich habe jetzt keine Lust, die Axt zu wechseln. Komm, was ist da drin? Haben wir aber schon. Bringt aber Erfahrungspunkte, Leute. Sehr schön. Ist auch noch unberührt. Schauen wir mal, was er drin hat. Sieht gut aus. Clownhammer. Den können wir auch verwenden für die Chemiestation, für die Werkbank. Und ich hoffe, wir schaffen das. Ne, das werden wir diese Folge wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Da ist noch ein Motor. Oh, eine Werkbank. Unberührt. Ach, guck an. Das ist ja cool. Zerstörte. Leider zerstört, muss man dazu sagen. Aber wir können sie abbauen. So, dann sind wir da schon mal nächstes Level. Jetzt noch Kuppelstone. Das nehmen wir natürlich dankend mit. Und ansonsten ist hier... was zu essen. Dose Chili, die fahren wir uns rein. Und auch hier, die fahren wir uns rein. Haben wir zumindest schon was gegessen. Und hier kommen wir so raus. Frage ist allerdings, ist auf dem Dach. Da ist noch eine Klimaanlage. Noch schnell abbauen. Freunde, hier geht ja mal richtig zur Sache. Wow, sehr cool. Jetzt wechseln wir doch noch mal schnell auf die Axt. Hier oben ist noch was drin. Kleine Handtasche, wer auch immer da oben eine Handtasche versteckt. Nochmal 30 Schuss. Es war eine sehr sichere Dame, die hier... Federn? Wo sind die Federn? Dort... weil dann ist das nämlich auch schon mal weg. Und Ujo. Genau. Da sind wir noch mal ein bisschen vorsichtig, was ihr da gerade gesehen habt. Da sind meistens auch noch welche drin. Ich hoffe, wir haben noch irgendwo Steroide. Sowas in der Richtung. Hm.
So. Sehr schön. Und nochmal Sherwin Foods. Ist da auch noch was Hübsches drin? Naja, es geht. Okay, man kann mit leben. Ich würde sagen, es geht hier direkt runter. So, und ab nach Hause. Ah, Steroide, haben wir noch irgendwo was? Wir können da reinpfeifen. Auf jeden Fall Ausdauerregeneration. Dann schleppen wir mal unseren schweren Loot. Schleppen wir nochmal schnell nach Hause, Freunde. Und dann würde ich sagen, die nächste Folge beginnt mit Ausladen und ein wenig Klamotten herstellen. Ich glaube, das ist ganz gut. Hm? Vielleicht haben wir Zeit. Dass die, die Aussage geht aber rapide nach oben. Eier. Ist noch ein Duffelback. Ist auch nochmal mit. Völlig überladen. 13 Plätze überladen. Hm. Ach so, und vor der Tür haben wir ja auch noch Autos stehen, die wir theoretisch auch noch auseinandernehmen könnten. Machen wir jetzt natürlich nicht. Jetzt sehen wir erstmal zu, dass wir nach oben kommen. Verwirrt. Das macht keinen Sinn, was ich tue. Das macht nur Sinn, wenn man schon den halben Weg nach oben gegangen ist. So ungefähr. Dann macht das Sinn. So, Freunde. Lasst uns die restliche Zeit, die 3 Minuten eben noch schnell nutzen und noch ein paar Sachen wegräumen. So, und zwar Essen. Das ist das Essen. Essen und Medizin. Ist hier nicht. Das kann wir... geschribbelt werden. Ich glaube auch das Sweatshirt kann geschribbelt werden. Das wollen wir behalten. Schimmeliges Brot kann mit als Essen gewertet werden. Das behalten wir, die Federn. Mal natürlich Pfeile draus. So. Gut. Hier schalten wir mal kurz aus. Das ist uns Ressourcenverschwendung, bis wir wissen, was wir machen. So, dann, genau, das kommt weg. Das ist rüber, Federn, Treibstoff, Öl. Essing-Heizkörper bleibt, wird verarbeitet. Und kommt rüber. Feder kommt rüber. Das Kleber. Aus die beiden Sachen. Das wird verarbeitet. Nächstes Set haben wir auch da gelagert. Papier haben wir nicht da gelagert. Das ist Werkzeug, Mission. Ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Munition kommt auch mit rüber. Zement ist ein Werkstoff. Rest kommt mit rüber. Metall kann verarbeitet werden. Zwei Sachen kommen. Das Eisen kommt rüber. Das sind Essenssachen. Der rote Farbstoff kommt dort noch mit hin. Das Essen habe ich eben übersehen. Und, genau, hier kommt die Munition, schon mal 62 für die AK, das ist schon mal sehr gut. Mal 9 mm, die werden wir mal behalten. So, hier kommt noch einiges zum Vorschein. Klauenhammer 1 bleibt auch erstmal da. Hier habe ich mal gesehen. Hier rüber, ne? Ah, so, Papier. Da haben wir auch noch Papier. Hat ja keinen Sinn. Dort zu lassen, so jeder Stofffetzen. Das sieht alles sehr gut aus. Genau. Und dann bitte das Eisen hierhin. Beiden Messingheizkörper dahin. Dann können wir das anstellen. Und ich glaube, soweit haben wir alles rübergeräumt.
dass wir hier Reparaturkit, das bleibt alles so, wie es ist. Ah, wir haben den Safe vergessen, fällt mir gerade ein. Das ist natürlich sinnbefreit. Regend erstmal sinnbefreit. Der wird repariert, der wird repariert, der Eisenspeer wird repariert, das wird repariert. Oh. Sieht gut aus. Aktuell. So, das wird noch eingepolstert, wollte ich gerade sagen. Das wird noch eingestellt und hier wird kräftig eingeschmolzen. Was auch erstmal gut so ist. Und ich würde sagen, ja, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da, gerne noch ein Abo. Eine Sache habe ich vergessen. Will ich nochmal das hier, das wäre mal die Schrottmunition. Nehmen wir jetzt nochmal eben auf. Der Geschützturm Stufe 3. Den nehmen wir mal kurz in die Hand. Dann haben wir die Munition nicht, ne? Hm. Entschuldigung. So. Turm. Munition. Da machen wir mal, ja. Das machen wir einfach mal. Das sieht gut aus. Den Rest, den stopfen wir hier mal rein. Und es ist duster quasi an der Stelle. Und ich verabschiede mich für diese Folge. Ich nehme jetzt gleich noch eine Folge auf. Und da werden wir uns dann der Werkbank und den Betonmischern und widmen, liebe Freunde. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.